Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Vom 26. bis 29. Oktober findet im Rahmen des 5. Schachfestivals in Salamanca, Spanien, ein Meisterturnier statt, an dem Vincent Keimer teilnimmt. 8 Teilnehmer, Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmerinnen sind dabei. Darunter 4 starke Großmeister, Veselin Topalov, bulgarischer Großmeister, war früher FIDE-Weltmeister 2005, bevor es dann zum Wiedervereinigungsmatch kam mit Wladimir Kramnik, der ja der Weltmeister in der klassischen Linie damals war. Kramnik gewann 2006 dann das WM-Match gegen Topalov. Topalov, ein sehr starker Großmeister, war auch Nummer 1 der Weltrangliste für fast ein Jahr in dem Zeitraum. Ist inzwischen so ein bisschen zurückgetreten, will ich nicht ganz sagen, aber spielt deutlich weniger inzwischen und auch kein, ich glaube, die großen Turniere spielt er nicht mehr. Wer ist noch dabei? Gatakamski ist dabei und der spanische Großmeister Jaime Santos Latasa. Und 4 Damen sind dabei. Die Europameisterin, die aktuelle Monika Soczko, Alexandra Kostenjuk, die mehrfache Weltmeisterin, eine lokale Spielerin, Sabrina Vega Gutierrez. Und wer noch? Tizia Gara aus Ungarn. Vincent hat sich am Anfang die Bedenkzeit ist sehr ungewöhnlich. Jeder spielt gegen jeden, ist ein einrundiges Turnier, die Bedenkzeit etwas ungewöhnlich. 40 Minuten für die ganze Partie plus 5 Sekunden für jeden Zug. Also ein bisschen rapid, klassisch Mischmasch irgendwie. Die wollen das Ding über 3 Tage durchziehen, über 4 Tage, und dann haben sie diese kurze Bedenkzeit gewählt, damit das halt schön reinpasst in den Turnierrahmen. Vincent tat sich zu Beginn schwer bei diesem Format, startete nur in Anführungsstrichen für seine Verhältnisse mit 1 aus 3 und dann spielte er in der 4. Runde gegen Topalov, und genau die Partie schauen wir uns an und natürlich schauen wir uns am Ende des Videos an, wie der Zwischenstand ist nach Runde 5. Topalov hat Weiß, beginnt hier mit E4. E5. Vincent hat sich inzwischen breiter aufgestellt auf erstens E4. Er spielte ja viel sizilianisch Nahedorf, dann viel Karo Kann in den letzten Jahren und jetzt spielt er auch sehr viel solide E5. Sehr viel E5. Springer F3, Springer C6, Läufer C4, italienische Partie. Springer F6 hier, nicht Läufer C5. D3, jetzt aber Läufer C5. Springer C3. Das ist nicht der Hauptzug, aber kann man spielen. Ich habe das auch schon gespielt in ein, zwei Turnierpartien. Es gibt ein paar Ideen hier. Sieht natürlich alles sehr harmlos aus, weil total symmetrisch. Aber Weiß versucht einfach seinen Anzugsvorteil auszunutzen. H6, typischer Zug, verhindert Läufer G5 hier. Fesselung, Rochade, H3, A6. Hätte jetzt Schwarz hier D6 gespielt, hätten wir die totale Symmetrie. Aber Schwarz spielt erstmal A6. Das ist sinnvoll, um diesem Läufer auf C5 das Rückzugsfeld A7 zu sichern. Es gibt hier nämlich eine kleine strategische Idee. Wenn Schwarz hier D6 spielt, dann kann man hier für eventuell Springer A4 spielen und den Läufer hier schlagen. Das ist eine der Ideen hier in dieser Variante. Mit frühem Springer C3. Okay, A6. Jetzt A4. Typische italienische Züge, ne? Schafft den Rückzugsfeld für den Läufer und gewinnt Raum am Darmflügel. D6, normaler Zug. Und jetzt Läufer E3. Greift hier den Läufer auf C5 an, droht so ein bisschen die Bauernstruktur des Gegners zu zerstören. Oder vielleicht D4 sogar zu spielen. Schwarz nimmt raus, Läufer schlägt E3. F schlägt E3. Läufer E6. Wir sehen eine gewisse Symmetrie in den Ideen. Ne? Es wirkt ein bisschen langweilig, aber so ist Italienisch halt. Ne? Man kann jetzt auf E6 nehmen. Man kann aber auch B3 spielen, was Topalov spielte. Ehrlich gesagt weiß ich bei Topalov nie, wie er betont wird. Topalov oder Topalov, in welcher Silbe, erste oder zweite. Auch wenn ich nachgucken würde, ich würde es sowieso wieder vergessen. Auch wenn ihr es kommentiert und mich berichtigt, ich würde es sowieso wieder vergessen. Es ging hier weiter mit Springer E7 nach gut 2 Minuten. Das war der erste neue Zug hier. Es gibt ja eine Vorgängerpartie und ich war nicht überrascht,
dass hier Schwarz schon D5 gespielt hat in dieser Stellung, weil das war so mein erster Gedanke. Das hat Vidit gespielt gegen Magnus Carlsen in Weikernsee 2022, also dieses Jahr, sehr aktuelle Partie. Das war auch eine klassische Partie. Und die Partie endete Remis damals. Es ging weiter mit E5, Springer D5, Dame D2, Springer C3, Dame C3, Dame D6 und Schwarz hatte eine annehmbare Stellung. Das ging dann tief ins Endspiel rein, Turm ins Spiel, dann wurde es Remis. Hier geht es weiter mit Springer E7. Das ist der erste neue Zug hier von Vincent. A5. Raumvorteil. Vergrößern. Springer G6. Das ist die Idee von Springer E7. Der wird umgruppiert zum Königsflügel, deckt jetzt E5. Und jetzt kommt so langsam wieder D5 ins Spiel. Und deswegen nimmt jetzt Weiß raus, selbst raus. Läufer E6, Fe6. D4. Wir werden jetzt sehen, Topalov spielt sehr aggressiv. Das ist ganz, ganz typisch für seinen Spielstil. So war er früher auch in seiner Glanzzeit. Da hat er viel geopfert, insbesondere Qualitätsopfer. Sehr, sehr aggressiv gespielt, sehr dynamisch. Und auch hier, bum, bum, nach vorne alles. D4. D4 ist wahrscheinlich etwas ungenau. Man könnte hier nehmen ED4 und hier Springer H5 spielen und dann hier diese schwachen schwarzen Felder anvisieren mit dem Springer. Dann mit der Dame eventuell nach F6. Das sieht schon ganz nett aus. Na, Dame F6 weiß ich nicht, wegen Abzug, aber Springer F4 erstmal. Ne? Aber es kam Dame E8. Jetzt hätte eine pittoreske Stellung entstehen können. D schlägt E5. Springer E5, Springer E5, DE5. Dann hätten wir hier einen echt richtig coolen Doppelbauer auf der E-Linie gehabt. Ja, Doppelbauer, den Ausdruck gibt es nicht, aber zwei Doppelbauern einfach, ne? Auf der E-Linie. Das wäre natürlich lustig gewesen. Das wäre aber besser für Schwarz gewesen, wegen Dame C6 hier. Der Bauer E4 kann schnell angegriffen werden und der Springer hier. Deswegen verzichtete der bulgarische Großmeister auf D schlägt D5 und spielte D5. Jetzt ganz stark hier C6. Dröselt hier alles auf, ne? Zwingt Weiß hier zu einer Entscheidung. D schlägt E6. D schlägt C6 wäre strategisch vielleicht wünschenswert, aber nach Dame schlägt C6 gibt es konkrete Probleme hier mit dem Bauern E4 und dem Springer C3. Und Turm AC8 auf der C-Linie. Deswegen D schlägt E6, Dame schlägt E6, Dame D3, Turm AD8, alles normale Züge. Springer D2, möchte den Springer umgruppieren. Nach C4 hier, ne? Deckt auch E4 nochmal. Es gibt ja auch Ideen für Weiß mit Springer A4, Springer B6 oder Springer C5, um D5 zu verhindern. Also wenn D5 kommt, Springer C5. Schwarz würde gerne jetzt sofort D5 spielen. Das geht aber nicht, wegen E schlicht D5. Ne? Das geht schon, aber dann muss ich mit dem Springer nehmen, weil der Springer auf G6 angegriffen ist. Ich will natürlich eigentlich mit dem Bauer nehmen. Deswegen sollte man den Springer von G6 wegziehen. Das hat Vincent auch getan. Nach E7 ist er gegangen. Es gibt hier aber super spannend diesen Zug. Springer H8 in dieser Stellung. In dieser Stellung nach vor D5 natürlich. Und mit der Idee Springer F7 und mit der Idee D5. Sehr interessant. Aber Springer E7. Springer A4 guckt so nach B6 rein, droht aber nicht unbedingt da reinzugehen. Geht mehr darum, D5 zu verhindern, weil dann Springer C5 kommt. Vincent spielt jetzt trotzdem Springer C8, deckt das Feld B6, sehr prophylaktisch. B4, König A8, verbessert den König, geht aus all diesen Geschichten auf dieser Diagonale A2, G8 raus. C4, wie schon gesagt, Topalov super aggressiv. Dame E8, Vincent dagegen wartet so ein bisschen ab. Turm AB1, arbeitet hier an B5. Springer E7, wieder zurück. B5. CB5, CB5. So, und jetzt wird Zeit. Wir müssen gegenhalten. D5 im Zentrum. Können nicht nur zuschauen, was der Gegner macht. Springer C5. Da kommt er rein, greift B7 an. Aber opfert einen Bauern. D schlicht E4 mit Doppelangriff auf die Dame. Die muss zurück. Dame E2. Jetzt A schlägt, nee, nicht A. Springer ED5. Wieso komme ich jetzt auf AB5? Weiß ich nicht. Springer ED5. Ganz konkret droht Springer C3 hier, die Gabel. Turm FC1. Man hätte tatsächlich hier auf E4 nehmen können. Ne? Springer E4, Springer E4, Springer E4.
Das deckt auch das Feld C3, aber Weiß wollte offensichtlich den Druck von B7 nicht wegnehmen. Okay, Turm FC1, A schlicht B5, Springer schlicht B7, Turm C8, starker Zug hier. Jetzt hätte Weiß Springer D6 spielen sollen. Turm C1, Dame D8. Springer E4, Springer E4, Springer E4, Dame A5, Turm C5 und Weiß hat genug Gegenspiel hier. Sollte fürs Remis reichen. Wobei Schwarz den Bauern wahrscheinlich noch verteidigen kann mit Springer C7, aber dann stehen die Figuren passiv. Weiß spielte allerdings hier Turm schlicht C8, tauschte den Turm und das ist ein Fehler. Dame schlicht C8, greift den Springer an. Es droht auch Springer C3 immer noch. Turm B5 und Dame B5 laufen immer in Springer C3 rein. Deswegen muss der Springer ziehen. Springer D6 greift die Dame an. Und jetzt ganz stark Springer C3. Gegenschlag. Jetzt darf Weiß die Dame nicht nehmen. Springer C8 kommt Springer E2 Schach. König F1 und hier ganz stark Springer C3 zurück mit Angriff auf Turm. Und der Springer hier ist auch noch angegriffen. Schwarz gewinnt Material hier. Topalov hatte sich hier was zurechtgelegt in dieser Stellung. Es sieht aus, als ob er jetzt einfach verliert hier. Ne? Es kam aber Dame schlicht B5. Wow. Krass. Schöner Zug. Würde funktionieren, wenn Schwarz die Dame schlagen würde. Springer B5, Springer C8. Aber Schwarz spielt hier Dame E6. Greift den Springer an und die Gabel ist ja immer noch da. Es sieht so aus, als ob Weiß jetzt hier einfach verliert. Dame B3. Greift die Dame an und den Springer. Hier gab es einen schönen Gewinn für Schwarz, aber nicht so einfach zu sehen. Springer E2 Schach, König F1, klar. Dame D6, König E2. Und hier gewinnt Schwarz mit Springer H5 plötzlich. Springer G3 droht, Turm F2. Und der Angriff dringt durch. Ihr seht es am Balken. Schwarz gewinnt. Es ist nicht so offensichtlich, aber die schwarzen Figuren dringen ein. Springer G3 kommt dann noch. Und Springer F1 eventuell, wenn er gefesselt ist, wenn der König nach D1 geht und Schwarz gewinnt Material hier. Kann man alles übersehen? Vincent spielte stattdessen Springer FD5. Sieht auch sehr logisch aus. Greift immer noch den Turmmann und den Springer hier. Springer 6 C4. Und jetzt Springer schlicht B1. Gewinnt erstmal die Qualität. Dame schlicht B1. Es ist aber allerdings nicht so klar. Hier. Schwarz hat schwache Bauern. Und Weiß hat immer noch diesen A-Bauern hier, der nervt. Springer F6 wäre jetzt hier gut, den Bauern auf E4 einfach decken. Aber es kam Springer C3, er greift die Dame an. Dame B4 wäre jetzt gut, aber bleiben wir erstmal bei der Partie. Dame A1, Springer E2 Schach, König H2. Ja, der Gewinn hier ist schwierig, falls es überhaupt einen gibt. Die Engine sagt hier König H7 erstmal prophylaktisch. Schwieriger Zug. Keimer spielte Dame G6, verstehe ich. Es droht Dame G3 Schach und Turm F2. Das sieht schon sehr, sehr stark aus. Aber hier gibt es eine Verteidigung und zwar Dame E1. Verhindert Dame G3 und greift den Springer an. Der muss wieder zurück. Springer C3. Aber jetzt hängt der Bauer E5. Springer schlicht E5. Dame E6. Ich erinnere euch, das war eine Rapid-Partie. Ne? 40 Minuten Bedenkzeit plus 5 Sekunden. Ungewöhnlich. Da hat man am Ende auch nicht so viel Zeit. Dementsprechend Zeitnot. Springer DC4. Springer D5 zurück. Dame D2. Springer E7. Dame D4. Springer G6. Und jetzt kommt die entscheidende Stellung im Prinzip. Naja, objektiv betrachtet. Weiß kann hier die Stellung halten mit Dame B6. Dann muss Schwarz die Damen tauschen, leider. Dame B6, AB6, Springer E5, Springer E5, Turm B8, Springer C4 und das ist Remis. Der König kommt dran und dann könnte der E4 fallen sogar. Gut, man hat G5 hier, aber König G3, König G7, König G4, König F6, aber objektiv sollte es Remis sein. Verständlich, dass Topalov das nicht gespielt hat. Dame C5 ist aber schlecht. Und hier überschlugen sich die Ereignisse in Zeitnot. Hier gewinnt Schwarz mit Turm F5. Durch diese Fesselung hier.
Spätestens hier müsste man Springer G6, Dame G6 mit Dame D6 die Damen tauschen. Aber hier ist das Endspiel gewonnen für Schwarz. Nach Dame D6, Springer D6, Turm D5, ganz stark. Springer E4, Turm D3. Erstmal den E3 abholen. A6, Turm E3, Springer C4, Turm C5, C3. Auf A7 kommt immer Turm A3. Dann kriegen wir den Bauern. Jetzt muss der Springer ziehen und dann Turm A3, Springer C5, Turm A5 und letztendlich bekommt Schwarz den Bauern hier. Ihr seht halt, der Turm ist deutlich stärker als der Springer und dann gewinnt man das Endspiel. Aber Vincent spielte nicht Turm F5, er spielte Turm F2. Das sieht auch sehr stark aus, aber es gewinnt nicht. Hier hatte Weiß wieder die Möglichkeit, mit Dame B6 die Damen zu tauschen. Man muss die Damen tauschen. Dame B6, A B6, Springer E5, Springer E5. Und hier ist es ein bisschen anders. Der Bauer ist schon ein bisschen weiter vorne. Turm B2 und hier König G3, Turm B6, König F4. Turm B4 und hier H4. Verhindert G5. Und dann kommt Springer C6, Springer D4. Weiß gewinnt den Bauern. Und das ist dann Remis. Oder der Vorteil für Schwarz ist einfach viel zu gering. Nach Turm F2. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber Keim hat gewonnen. Topalov gab auf. Die Zeit hat er, glaube ich, nicht überschritten, weil die Uhr noch Zeit anzeigte, da wo ich die Partie nachgespielt habe. Deswegen weiß ich es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hat er das alles nicht gesehen. Es gab halt dieses Dame B6 hier noch mit Damentausch. Hält die Partie noch. Stattdessen dachte er, er verliert hier einfach. Wegen Springer G6, Dame G6 wahrscheinlich. Und dann ist hier, das macht gar nicht so richtig abzuwehren. Das war Dame C8, König A7, Dame G4, das geht eigentlich auch noch. Aber hier gibt es sowas wie Turm C2. Dame G6, König G6, der König ist hier ganz nah dran. Der A-Bauer, das Endspiel ist hier gewonnen. Denke ich mal. Springer D6, Turm E2 und so weiter, ne? Ja, irgendwie sowas. Ne? Dann haben wir dieses Endspiel mit Turm und zwei Bauern gegen Springer und zwei Bauern auf einem Flügel. Aber auch das hätte er weiterspielen können. Whatever. Aber gut für Vincent, dass er mal gewonnen hat bei dem Turnier. Sein erster Sieg. Und jetzt schauen wir mal auf die Tabelle. Da muss ich die erstmal aufrufen. Sorry. Auf Chess Results. Ich habe auf Chess Results die Ergebnisse gefunden. Alles in Spanisch hier. Ist ja nicht schlimm. Die Tabelle kann jeder lesen, in jeder Sprache. Hier steht es. Gata Kamsky und Satos Latassa haben 300 Punkte nach 5 Runden. Vincent Keimer 3. Er hat noch gegen Monika Soczko gewonnen am dritten Tag. Am zweiten oder dritten? Am dritten Tag. Hat sich jetzt nach vorne gearbeitet. Topalov auch 3 Punkte. Tizia Gara auch 3 Punkte. Dann am Ende die Damen. Kosteniuk, Vega Gutierrez und Soczko. Man sieht natürlich auch die Elo-Zahlen, die Elo-Unterschiede sind recht groß, wobei das die klassischen Elo-Zahlen sind. Sie spielen ja Rapid eigentlich, ne? Das sind andere Zahlen eigentlich, die als Basis genommen werden müssten. Ich glaube, das ist Rapid, ne? 40 Minuten plus 5 Sekunden, ich glaube, das zählt als Rapid. Nicht, dass ich was Falsches sage, aber ich habe gesehen, bei der Live-Chess-Ratings-List sind die Partien noch nicht ausgewertet. Also es würde mich wundern, wenn das klassisch ausgewertet wird. Na gut. Mal schauen, was am letzten Tag passiert. Er spielt noch gegen Gata Kamsky und gegen Kosteniuk. Vielleicht berichte ich darüber. Schauen wir mal. Checkt auch gerne meine anderen Kanäle aus. Den Big Rig Highlights, Big Rig Shorts. Würde mich freuen. Macht's gut. Bis dann.